3 Jahre ist es jetzt her, da gab es auf YouTube die Maker Show. Das war ein Format vom RPG Maker Atelier, das die deutsche Szene zum RPG Maker größtenteils widerspiegelt. Nun setzen wir dieses Format neu auf, denn RPG Maker kennen sicherlich viele von euch. Der RPG Maker ist ein Tool zum Erstellen von Rollenspielen und darum dreht sich auch das Ganze größtenteils. Und wie der Titel Reloaded vielleicht schon vermuten lässt, gibt es einige Neuerungen. So zum Beispiel das Format Showtime, in dem besondere Ressourcen beispielsweise vorgestellt werden. Dann gibt es noch Vorlesungen zum Thema Game Design. Und auch Kritik an der Community selbst. Wenn irgendein Thema besonders brisant ist, wird das eben vorgestellt. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist vor allem, dass wir nun auch international die Szene betrachten und uns nicht auf die deutsche Szene beschränken. Das heißt, ihr werdet englische Projekte, japanische oder auch spanische Projekte zum Beispiel sehen. Das alles gibt es in der Maker Show Reloaded. Und das Ganze wird im Abstand von 14 Tagen veröffentlicht. Nun, nachdem ich euch so einen Einblick gegeben habe, kommen wir erstmal zu dem, was euch heute erwarten wird. Und das erwartet euch. Showtime. Heute geht es um tolle Pixelarts, die sich eine besondere Erwähnung verdient haben. Zoo, ein Spiel aus Brasilien, das mit dem VX Ace Light erzeugt wurde. Kann es im Test überzeugen? Vorlesung, die Kunst des Game Design, die wichtigste Fähigkeit. Kritik. Ich behaupte, Let's Play und Makern, das ist eine Symbiose. Showtime. It's Showtime. In diesem Format schauen wir uns immer wieder ambitionierte Projekte von Anfängern und auch Experten an. Los geht es mit einem Teilset von PDM Channel, das für ein Anfängerwerk sehr, sehr gut geworden ist. Allerdings offenbart es noch Schwächen, gerade bei der Perspektive, was man an den Treppen sieht und auch an den Bäumen. Weiter geht es mit einem Idle-Modell von Cerberus. Das läuft in 4 Frames, ist auch sehr, sehr gut geworden. Allerdings auch hier als kleine Schwäche die nicht vorhandene Spiegelung auf dem Schild, die es hätte geben müssen. Und zu guter Letzt noch das Spiel Alice Mare, einem sehr, sehr einfachen Stil, aber auch gut stilistisch an die ersten Pokémon-Teile angelehnt. Gibt es nicht viel zu kritisieren. So, und zu guter Letzt lege ich euch noch das ORTP-Teilset ans Herz. Damit wurden noch nicht sehr viele Spiele entwickelt. Ist als Anfänger nutzbar, ihr könnt auch selber Teile dafür pixeln. Schaut es euch auf alle Fälle mal an. Benutzt es, vielleicht auch für ein eigenes Spiel. Lohnt sich auf jeden Fall. Review. Endlich. Endlich hatte ich den Mut, es zu tun. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages so etwas erleben würde. Ich? Warum ich? Aber es liegt nicht nur an mir. Es ist nötig. Ich muss es tun. Sie kann sich auf niemand anderen verlassen. Ich bin der Einzige, den sie hat. Und ich habe geschworen, dass alles gut wird. Und er? Was ist er? Wo ist er hergekommen? Es interessiert mich noch immer, wie sie ihn kennengelernt hat. Aber ich verstehe die Gründe, die sie dafür haben könnte. Wie viele Leute hat er besucht? Was ist mit ihnen geschehen? Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Will mir auch nicht vorstellen, zu was er fähig ist. Etwas Wichtiges aufgeben. Es ist kein hoher Preis. Mir geht es gut, mir geht es gut. Alles wird gut. Mit diesem mysteriösen Einstieg begrüßt uns Zoo. In Zoo geht es um Alan, der ein junger Mann ist und sich aufopfert, die Welt des rätselhaften Wesens namens Zoo zu erkunden, um ein persönliches Ziel zu verfolgen. Und in dieser neuen Welt, die aus Erinnerungen besteht und eine Mischung aus Traum und Albtraum zu sein scheint, muss Alan einen Weg finden, indem er die lebensfeindliche Umgebung erkundet und mit seltsamen und bizarren Wesen interagiert. Da Zoo mit dem RPG Maker VX Ace Lite erstellt wurde, verhalten sich die Gameplay-Elemente relativ statisch. Doch nichtsdestotrotz hat man einiges aus den Beschränkungen dieses Makers herausgeholt und präsentiert ein Werk, das zwar nur kurze Unterhaltung bietet, dafür aber mit einer gewissen Tiefe aufwarten kann und als künstlerisches Werk betrachtet werden kann. Die Erzählweise der Story basiert komplett auf Erkundung, doch hin und wieder gibt es auch nette Zwischensequenzen, die den mysteriösen Alan in seinem Zimmer mit einer anderen Person zeigen. Durch diese Trennung von zwei Welten
die allerdings zusammenspielen, wird ein Spannungsbogen erzeugt, der stets motiviert weiterzumachen und die Story zu entschlüsseln. Man versucht gezielt durch surreale Elemente und sehr mysteriöse Charaktere eine untypische, aber interessante Atmosphäre zu erzeugen. Dies spiegelt sich auch in der kompletten Spielewelt wider. Grafisch ist Zu eine wahre Pracht, gerade wenn man die Beschränktheit der Software mit einbezieht. Es gibt Blendeffekte, schöne Animationen und sogar ein Partikelsystem. Zudem spielt man gerne mit der Farbe der jeweiligen Umgebungen, die dadurch einen umso stärkeren Kontrast aufweisen. Dennoch wurde bei Effekten wie zum Beispiel Nebel zu sehr auf additive Effekte gesetzt, sodass meiner Meinung nach einige Szenen zu hell erscheinen. Ein wenig mehr Sparsamkeit wäre also angebracht gewesen. Auch gibt es kleinere Überlappungsprobleme, wie zum Beispiel bei diesen Floß, die man vermeiden hätte können. Insgesamt wirkt der Look jedoch sehr erfrischend und insbesondere die selbstgezeichneten Facets sind eine wahre Pracht. Auch soundtechnisch gibt es nichts zu bemängeln. Sounds werden passend gesetzt und die Musik untermalt die Stimmung sehr zielsicher. Die Abmischung wirkt homogen und sorgt damit nicht für böse Überraschungen. Zu bemängeln ist jedoch der knackige Schwierigkeitsgrad, der für einige Casual-Spieler erschreckend wirken kann. So kann man zum Beispiel zu Beginn in ein falsches Gebiet laufen und sehr schnell sein Ende finden. Und auch Bosskämpfe bieten eine wahre Herausforderung, sofern man sich nicht die passenden Fähigkeiten aneignet. Auch die Schwierigkeit der Rätsel ist nichts für schwache Nerven, denn gerade das Spielen von Musik, das ein Kernelement des Gameplays ist, erfordert teilweise eine hohe Geschwindigkeit. Dennoch wirkt nichts wirklich demotivierend, da man jederzeit speichern kann und man durch die Kürze des Spiels selbst nach einem Game Over wieder recht schnell zurückfindet. Die deutsche Übersetzung stammt von No Joker Player und weiß zu gefallen. Dialoge sind sauber übersetzt und wurden mit passenden Worten ausgeschmückt, sodass man nicht unbedingt direkt darauf schließt, dass das Spiel ursprünglich portugiesisch war. Es gibt allerdings kleinere Fehler im Kampfsystem, wo bestimmte Gegnernamen oder Aktionen noch nicht übersetzt sind. Hier gilt also Nachholbedarf. Im Endeffekt ist Zu ein sehr mysteriöses Spiel, das clever mit den Beschränkungen des VX Ace Light umzugehen weiß. Es bietet zwar einige kleinere Schwächen, nichtsdestotrotz ist der Spielspaß gegeben und man kann sich auf ein gutes, aber kurzes Spiel freuen. Das Spiel entstand innerhalb von 30 Tagen für einen Contest. Dafür ist die erbrachte Leistung des Entwicklers wirklich überzeugend. Vorlesung. Heute lese ich vor aus Die Kunst des Game Design von Chess Shell. Kapitel 1.3 Die wichtigste Fähigkeit von allen. Von sämtlichen im vorangegangenen Abschnitt genannten Fähigkeiten ist eine mit Abstand am wichtigsten. Die meisten dürfte sie jedoch etwas irritieren, so dass ich sie hier gesondert erwähne. Viele würden jetzt auf Kreativität tippen und ich würde darauf entgegnen, dass dies vermutlich die zweitwichtigste Fähigkeit ist. Andere würden kritisches Denkvermögen oder Logik vermuten, da es beim Game Design immer um die Entscheidungsfindung geht. Auch diese sind in der Tat von Bedeutung, aber längst nicht die wichtigsten Fähigkeiten. Wer im Bereich der Kommunikation sucht, ist schon ziemlich nah dran. Leider wurde die Bedeutung dieses Begriffs im Laufe der Jahrhunderte verzerrt. Ursprünglich bezog er sich auf den Ideenaustausch. Heute wird er dagegen synonym für zwischenmenschliche Verständigung allgemein verwendet. Also etwa, ich muss dir etwas erzählen. Auch diese Verständigung, sprich das Reden miteinander, ist sicherlich eine wichtige Fähigkeit. Aber wirklich gute Kommunikation und gutes Game Design wurzeln in etwas viel Grundlegenderem und Bedeutsameren. Dem Zuhören bzw. Hinhören. Ja, die wichtigste Fähigkeit, die ein Game Designer besitzen muss, ist zuhören zu können. Game Designer müssen in der Kommunikation zu vielen verschiedenen Themen richtig zuhören. Diese sind in 5 Kategorien zu unterscheiden. Team, Zielgruppe, Spiel, Kunde und eigene Belange. Ein Großteil dieses Buches wird sich damit befassen, wie man in diesen 5 Kategorien richtig zuhört. Das mag Ihnen absurd erscheinen. Ist denn das Zuhören überhaupt eine Fähigkeit? Schließlich haben wir ja keine Ohrlider zum Verschließen, also müssen wir doch gezwungenermaßen hinhören, oder nicht? Mit Zuhören ist hier auch nicht einfach das Hören des gesprochenen Wortes gemeint. Vielmehr geht es um das aufmerksame Zuhören, das sorgfältige Hinhören. Angenommen, Sie treffen an Ihrem Arbeitsplatz Ihren Freund Fred. »Hi Fred, wie geht es dir?«, sagen Sie. Fred runzelt die Stirn, senkt seinen Blick, nimmt eine verspannte Körperhaltung ein, scheint nach Worten zu suchen und murmelt dann leise und ohne jeden Augenkontakt, »Ach, ich glaube ganz gut.«
Doch dann sammelt er sich plötzlich, holt tief Atem, schaut ihn direkt in die Augen und sagt entschlossen, aber nicht wirklich überzeugend, mit festerer Stimme, »Mir, geht es gut. Und wie geht's dir?« »Wie also geht es, Fred?« Seinen Worten zufolge, »geht es ihm gut.« »Na bitte, Fred, geht es gut?« Bei oberflächlichem Hinhören könnten Sie durchaus zu diesem Schluss kommen. Hören Sie allerdings genauer hin und schenken zudem Freds Körpersprache, seiner subtilen Mimik, seinem Tonfall und seinen Gesten etwas Aufmerksamkeit. Hören Sie vermutlich etwas ganz anderes. »Eigentlich geht es mir nicht gut. Ich habe da ein ernstes Problem, das ich vielleicht mit dir besprechen möchte. Aber das werde ich nicht, solange du mir nicht irgendwie signalisierst, dass sich mein Problem wirklich interessiert. Denn es geht um etwas Persönliches. Wenn du dich nicht damit befassen willst, werde ich dich gar nicht erst damit belästigen und einfach so tun, als sei alles in Ordnung.« All das war in Freds Aussage, es geht mir gut, enthalten. Und wenn sie ihm aufmerksam zugehört haben, haben sie auch all das vernommen, klar und deutlich, als hätte er es genauso ausgesprochen. Diese Art des Zuhörens ist es, die ein Game Designer üben muss, Tag für Tag, mit jeder anstehenden Entscheidung. Wenn sie sorgfältig zuhören, fällt ihnen jede Kleinigkeit auf und sie stellen sich ständig Fragen zu dem Gesagten. Stimmt das? Warum ist das so? Empfindet er oder sie wirklich so? Nachdem ich das jetzt weiß, was hat es zu bedeuten? Der Game Designer Brian Moriarty erklärte einmal, dass früher im Amerikanischen nicht das Wort listen, also zuhören, verwendet wurde, sondern list, für neigen. Wieso? Nun, was tun wir, wenn wir zuhören? Wir legen unseren Kopf zur Seite. Unser Kopf neigt sich buchstäblich wie ein Schiff auf hoher See. Und wenn wir uns zu einer Seite neigen, bringen wir uns selbst aus der Balance. Wir wappnen uns für die Eventualität eines Kenterns. Indem wir aufmerksam zuhören, begeben wir uns in eine Risikoposition. Wir akzeptieren die Möglichkeit, dass das, was wir hören werden, uns möglicherweise aus dem Gleichgewicht bringt, vielleicht sogar allem, was wir wissen, widerspricht. Das ist die höchste Form der Aufgeschlossenheit und es ist der einzige Weg, die Wahrheit zu ergründen. Sie müssen sich allem so nähern, wie es ein Kind tut. Nichts voraussetzen, alles beobachten und zuhören, wie es Hermann Hesse in Zitata beschreibt. Das Zuhören, das Lauschen mit stillem Herzen, mit wartender, geöffneter Seele, ohne Leidenschaft, ohne Wunsch, ohne Urteil, ohne Meinung. Kritik. Willkommen zur ersten Diskussionsrunde der Maker Show. Heute geht es um eine Aussage von mir, denn ich behaupte, dass Let's Playen und Makern eine Symbiose ist. Das bedeutet, dass es nur Vorteile für beide Parteien eigentlich bringt, wenn man es richtig macht. Und das Ganze hat ja schon mal eine Diskussion ausgelöst durch 2MGs Beitrag im Februar dieses Jahres. Und ja, es gab eine große Diskussion im RPG-Atelier darüber. Und ich würde auch gerne mal eure Meinung hören. Also Ace TV und meine Gäste vom Gamecaster kennt ihr sicherlich schon, haben ein paar Beiträge dazu beigetragen, schon einige sogar. Ja, was meint ihr zu dieser Aussage? Könnt ihr das denn so unterstützen? Oder ihr habt ja auch den Beitrag von 2MG euch durchgelesen beide. Schießt doch mal los, das interessiert mich jetzt. Ja, also zuallererst denke ich, dass die Kritik von 2MG etwas zu stark ist. Also er formuliert das Ganze auch schon sehr extrem. Und natürlich ist es nur vorteilhaft, wenn man Kritik bekommt für sein Werk, beispielsweise auch in der Maker-Szene, in der Indie-Szene, ja. Auch bei den ganz Großen, das ist immer noch sehr wichtig. Mhm. Man braucht einfach das Feedback, um auf die Leute einzugehen. Und ob das jetzt in einem Let's Play geschickt oder ob das in Textform geschickt wird unter uns, wie du weißt, ich beschäftige mich auch zurzeit mit Unity. Genau. Und da ist es ja ganz wichtig, wenn man gerade am Anfang steht, wenn man etwas selbst erstellt, dass man Feedback bekommt, dass man besser wird. Was kann man anders machen? Was kann man ändern? Ja. Sonst wächst man an seiner Aufgabe nicht, sondern verharrt und stagniert bei seiner Leistung. Und richtig. Das ist für mich ein Fehler. Also, das kann ich auch nur so bestätigen und auch zurückgeben. Also, als ich zum Beispiel damals anfing beim RPG-Atelier, ich war ein furchtbarer Anfänger, sage ich gleich. Natürlich, niemand ist perfekt vorhanden, ist ganz klar. Und ich war heilfroh, dass ich meine Kritik hatte.
klar kam einiges am Anfang dazu und man war erstmal so ein bisschen überfordert. Da waren schon die Experten, sage ich mal, aktiv. Ja, natürlich, aber ich habe viel daraus gelernt auf jeden Fall und habe mir die Kritik zu Herzen genommen und empfinde das auch als sehr wichtig. Und meine Meinung ist eben auch, wenn jetzt wirklich jemand, sage ich mal, ein Spiel erstellt, das als Hobby betrachtet, zur Verfügung stellt der Öffentlichkeit und sich dann hinterher darüber beschwert, das ist ja auch fast schon wieder ein bisschen widersprüchlich, weil ich präsentiere es als Werk, stelle es der Öffentlichkeit zur Verfügung, ist ja ein fertiges Spiel. Und da kann ich nicht nachher sagen, ja, ist ja alles nur Hobby und er macht mich da lächerlich und so. Er macht sich im Prinzip auch ein bisschen selber lächerlich, wenn er, sage ich mal, den geringen Anspruch an sich selbst stellt. Das ist meine Meinung dazu. Weil ich habe zum Beispiel auf meiner Platte zig Projekte, könnt ihr mir auch bestätigen, die ich eben einfach der Öffentlichkeit gar nicht erst präsentiere, weil ich selber sage, die sind noch nicht so gut, dass ich sie der Öffentlichkeit bereitstellen möchte. Ich möchte selbst an mir arbeiten, an den Projekten und dann was wirklich Gutes veröffentlichen. Ja, wenn man keine Kritik hören möchte, also wenn man wirklich nur für sich, wie man es ja zeigt, wie es viele ja formulieren, sie möchten keine Kritik hören, es ist alles nur über einen lustig machen, dann veröffentlicht man diese Projekte nicht, sondern zeigt sie im kleinen Kreis und kann dann da spielen als Hobby, Anführungszeichen, und ja, dann hat man das auch so. Aber wenn du es hochlädst ins Internet, wo wirklich alles zugänglich ist für alles und jeden, jederzeit, dann musst du damit rechnen, dass irgendwann ja, Feedback kommt, ob positiv, ob negativ. Richtig, genau. Ja, und wenn du wirklich Kritik nicht, ja, die eingestehen kannst von anderen, denn dann brauchst du nur diesen Ja-Sager. Bringt dir nichts, bringt den anderen auch nichts, aber solche Menschen gibt's. Genau. Es ist natürlich diese Aussage, das ist ja alles bloß Hobby, auch relativ interessant. Jetzt kann man auch sagen, zunächst mal bei Indie-Entwicklern und so, ich denke, jeder geht mit dem Ziel ran, es soll Spaß machen. Und so ist es ja eigentlich dann auch bei den Let's Plays, sage ich mal. Von daher ist es auch interessant. Das wurde ja zum Beispiel auch kritisiert, dass es keine wahre Kritik ist. Der Hashtag Hasskritik, viele auch das Öftere, was ich auch sehr interessant finde, kann ich so nicht ganz nachvollziehen. Denn wenn ein Spiel wirklich, sage ich mal, so schlecht ist, dass es einfach zig Punkte gibt, die ganz offensichtlich sind, dann kann ich mich auch darüber lustig machen. Und Aufgabe eines Let's Players ist es ja vor allem zu unterhalten und man will auch selber Spaß haben. Wenn ich jetzt, was weiß ich, das Spiel total beschönige und einfach nicht die Wahrheit drüber sage, macht es mir selbst auch nicht mehr viel Spaß. Ich muss mich verstellen, dem Zuschauer fällt es auf, es kommt nicht gut an. Es kommt nun mal auch darauf an, zum Beispiel im Falle von TrueMG, der sich ja auf einen RPG-Maker-Spieler spezialisiert hat zum Beispiel, was soll er denn dann großartig anderes spielen? Er hat diese Spiele, die Community wünscht sich diese auch und dann geht er logischerweise auf diesen Wunsch ein, egal wie gut jetzt dieses Spiel ist. Da musst du aber auch dann differenzieren. Klar, es gibt Let's Player, die mit dieser Einstellung rangehen, es gibt aber auch die, und das sind es auch gerade die Jüngeren meiner Erfahrung nach, die haben ein fertiges Skript, egal wie das Spiel ist, und es wird dann auch durchgezogen mit allen möglichen Beschimpfungen und Formulierungen, die man auch so besser nicht treffen sollte, und ja, die geben dem Spieler keine Chance, sich zu zeigen. Ich versuche einfach unfreiwillig komisch, das ja. Spiel komisch ja, darzustellen. Auf Teufel komm raus, genau. Kann sich sein. Genau, das ist natürlich auch, sag ich mal, dann kann ich es auch verstehen, dass man sich da aufregt als Entwickler, sei es jetzt Hobby oder wirklich professionell, je nachdem. Das ist immer schwierig, das ja wirklich zu differenzieren, sag ich mal. Meiner Erfahrung nach sind es aber wirklich nur die ja, geringe Masse, die das machen. Also die meisten versuchen schon, dem Spiel eine Chance zu geben. Ja, denke ich auch. Also ich zum Beispiel kann auch für mich sprechen. Ich habe ja jetzt sehr lange Let's Plays gemacht. Fast 2 Jahre ungefähr. Ja, und ich habe es auch versucht, einfach sachlich da ranzugehen. Und eben, ja, ich habe nur die Spiele rausgesucht, die mir auch selber Spaß machen, sage ich mal. Wenn ich zum Beispiel sehe, ein Spiel kann den Anspruch nicht wirklich genügen, dann lasse ich es auch gleich fallen, sage ich mal, so im Voraus. Ich schaue mir die Spiele erstmal vorher an. Eignet sich das? Habe ich da auch wirklich die Motivation, das durchzuziehen als Let's Play? Ist auch immer ganz wichtig. Und ich denke, wenn man sich den Grundgedanken zum Beispiel nicht macht, einfach so blind so eine Liste abklappert oder so, und dann hat man nicht wirklich Spaß daran, dann lässt man das vielleicht auch ein bisschen durchscheinen. Und dann kann auch die Kritik einfach härter wirken auch wiederum. Ja. Ungewollterweise vielleicht sogar, weiß man ja gar nicht.
Kann natürlich auch der Fall sein. Das denke ich auch meistens wirklich keine böse Absicht. Ganz genau. Dann ist noch sowas Interessantes, sage ich mal, was ja auch gefallen ist, dass wir ja eigentlich eine Indie-Szene sind, was aber von vielen gar nicht so betrachtet wird, dass wir noch eine Einstellung von vor 14 Jahren hätten, so war das Ganze formuliert. Finde ich interessant, weil meiner Meinung nach ist die RPG-Maker-Szene die Vorreiterszene für die heutige Indie-Szene. Wir waren ja im Prinzip so die ersten Entwickler, die da wirklich, sag ich mal, mit einem offenen Tool rangehen konnten. Wir hatten diese Möglichkeit, wirklich Spiele der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, was ganz fantastisch ist, denn zur damaligen Zeit gab es auch noch nicht wirklich großartige freie Engines. Ich meine, schau, was haben wir heute? Wir haben Unity, super tolles Tool. Wirklich klasse. Wir haben zig HTML5 Engines, die auch alle frei zugänglich sind. Genau, die CryEngine hat eben auch eine freie Lizenz, was natürlich, schaut euch die Grafik an und was ihr damit alles machen könnt, das ist einfach irre, wirklich. Und auch die Unreal Engine hat ja doch relativ gelockerte Lizenzen inzwischen, muss man sagen. Also es geht auf jeden Fall, man kommt heutzutage da ran. Ganz anders als das früher noch der Fall war, wo eben diese ganzen Entwickler das für sich behalten haben. Ich meine, klar, wir hatten früher auch einen sehr kleinen Indie-Bereich, denke ich, so international. Also dann meistens wirklich diese Leute, die auch selbst ihre Engines geschrieben haben. Und das war die absolute Unterzahl. Da gibt es nicht wirklich viele Leute. Und es waren dann meistens aber auch tatsächlich nur Hobbyprojekte, muss man sagen. Das ist nie wirklich darüber rausgewachsen. Andererseits muss man aber auch sagen, ich weiß nicht, das seht ihr ja sicherlich auch so, ne? Solche Plattformen wie Kickstarter und so weiter, die gab es früher genauso wenig. Und eigentlich ist erst durch solche Plattformen wirklich möglich, dass auch neue Indie-Entwickler sich, sage ich mal, was aufbauen können. Eine Community drumherum, die das weitererzählt, da haben die tolle Ideen reingebracht, das Konzept für ein Spiel ist gut. Schaut euch auch das grafische Material an, was sie bisher präsentiert haben und so. Kann ich dir überall recht geben? Genau. Aufmerksam, überhaupt. Kann ich dir eigentlich überall recht geben, aber du hast am Anfang gesagt, die Maker-Szene ist die Vorreiter-Szene für die Indie-Szene. Das finde ich nicht. Ich finde, man kann die Maker auch zur Indie-Szene dazuzählen, denn beide entwickeln, beides sind Hobbyentwickler, beide entwickeln Spiele und präsentieren die Öffentlichkeit. Also ist es für mich auch, kann man die dazuzählen. Klar muss man da noch ein bisschen differenzieren, aber im Großen und Ganzen sind das alles Indies. Ja, kennst du vielleicht Indie-Entwickler, die auch davor schon aktiv waren, vor der Maker-Szene? Klar, man kann es auch als zählt auch zu den Vorreitern, aber es sind halt auch immer noch Indies. Genau. Ja, natürlich ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Rareware, was ja sicher ein Begriff ist, nehme ich mal an. Entwickler von Donkey Kong Country zum Beispiel und so, ne? Die hatten ja damals eigentlich nicht die großen Mittel, haben dann einfach von dem SNES den Code geknackt, dass sie selber ein Modul beschreiben konnten und das Nintendo präsentiert. Und die waren dann so begeistert davon, dass sie zum Beispiel genommen haben. Ich denke mal, das war so ein bisschen die alte Indie-Szene, die mussten halt auch wirklich direkt an die großen Publisher. Aber früher, ich denke, es war schwer, überhaupt das Material zu verbreiten. Das Einzige, was du hattest, war eigentlich Presse. Und dass das über irgendwelche Zeitschriften verteilt wird und so. Man muss natürlich auch das Internet dazu zählen, sage ich mal. Ich meine, klar, das Internet gibt es eigentlich auch schon seit den frühesten Konsolen, kann man sagen. Aber so Foren und so weiter, das hat sich ja erst viel später entwickelt, wo man da, sag ich mal, eine Community hatte, wo das auch zugänglich ist. Das ist ja auch sowas. Aber das RPG.at zum Beispiel ist ja so mit einer der ältesten, würde ich sagen, einer der ältesten Communities. Ja, davor musste man wahrscheinlich immer den direkten Weg gehen und gleich auf den Publisher zugehen, dem es präsentieren, bevor man über jetzt YouTube eventuell oder Kickstarter und so weiter sein Projekt schon mal der Masse präsentieren kann. Ob es ankommt, und überhaupt, ob man eine Chance hat, eben die Spieler zu erreichen mit seiner Idee. Genau, das hat sich da einfach eine gewisse Differenz im Laufe entwickelt. Das ist einfach eine ganz andere Entwicklung, wie wir heute auch erleben, sage ich mal. Weil wenn ich daran denke, die Indie-Szene jetzt boomt, auch nach sowas wie Minecraft vor allem. Ja. Ist das Aushängeschild immer wieder, wurde auch in Schulen Beitrag erwähnt, ja. Das ist ein Paradebeispiel dafür, was daraus werden kann. Und was ich interessant finde, das war zumindest damals so, ich war ja eine Zeit lang in der Community nicht aktiv, ich bin jetzt erst neulich wieder zurückgeschaltet, das wisst ihr ja nicht so. Wurde unterwegs in Duisburg ja ein Remake zum Beispiel dazu
gezeigt, also dass daran gearbeitet wird und das soll kaufbar sein. Also für euch, ihr kennt das Spiel ja nicht wirklich. Mhm. Unterwegs in Duisburg, eines der erfolgreichsten deutschen Maker-Spiele, aber halt kostenlos, wie fast alle Spiele, weil es doch eigentlich nur eine Hobby-Szene war anfangs, sage ich mal. Also dass es jetzt wirklich möglich ist, damit, sage ich mal, auch ordentlich was zu verdienen oder so. Und da waren extrem viele Kritiker am Anfang und haben gemeint, ja, es kann doch nicht sein, dass da jetzt Geld verlangt wird und so. Und ich muss auch wirklich sagen, die Artworks und so weiter, alles sah klasse aus. Und auch für das Spiel damals, ich hätte sofort Geld dafür bezahlt, wirklich. Das war sehr, sehr gut. Dann haben sie es aber eigentlich auch verdient, eben Geld dafür zu nehmen, wenn sie... Ja, man steckt da wirklich Zeit rein, man steckt Geduld und ja, auch unter anderem finanzielle Mittel hinein. Also ist es zumindest... Wenn man sich selbst überlegt, nur gerecht, dass man ein bisschen was rausbekommen kann. Das muss auch dein Anspruch sein, dass du da Zeit investierst. Wenn du gut sein möchtest, egal was du machst, es ist immer Zeit, es ist immer die Übung, die du reinstecken musst. Und das jetzt. Ja, klar, es ging ja auch nicht von heute auf morgen. Sie haben es ja erst eine lange Zeit über kostenlos gemacht. Naja, schon, aber ob du jetzt Intros machst oder so, das kannst du ja nicht nur auf das beziehen, sondern allgemein, egal was du machst, ob du. Auch als Sport, im Sport gut sein willst, in Spieldesign, in Game Design, in Intros machen oder in Videoproduktion, überall ist Übung und Zeitaufwand. Und es muss einfach dein Anspruch sein, auch viel Zeit und Energie und Kraft da reinzustecken. Und ob du jetzt dafür Geld verlangen kannst oder nicht, das musst du dann immer selber wissen. Und ich finde es aber, wenn es das wert ist, das Produkt, dann kannst du es machen, wenn nicht, dann nicht. Aber den Wert bemisst ja eigentlich auch das wieder dein Publikum. Wenn die bereit sind, dafür was zu zahlen, dann kannst du auch was dafür verlangen. Du kannst ja mit einbeziehen in die ganze Sache, ob sie bereit wären, was zu zahlen. Würde ich unterstützen. Genau. Ja, und ich denke auch, viele Spiele sind da wirklich auch allein spielzeitmäßig so ausgelegt, dass sie viele aktuelle Spiele auch, sag ich mal, überbieten, was das betrifft, mit viel Spaß. Ja, du hast ja echt viele Maker-Games, die da gut 20 Stunden Unterhaltung bieten, für nichts. Du musst nichts dafür ausgeben. Das ist halt schon eine Ausnahme, ne? Und sich dann darüber zu beschweren, dass ich da Geld dafür will. Mal so als Vergleich zum Beispiel, weil ich denke, das bietet sich an. Ihr habt ja den netten 3-Sekunden-Übergang gesehen, jetzt hier in der Show zum Beispiel, schon ein paar Mal, denke ich mal. Da haben wir zusammen 4 Stunden dran gearbeitet, ne? Das ist immer sowas, es wird gerne mal unterschätzt, was Entwicklerarbeit eigentlich ausmacht, wenn man, sage ich mal, auch mit Perfektionismus rangeht und wirklich was Gutes raushauen will. Das ist halt was anderes. Da kann man natürlich jetzt wieder fragen, ist denn dann eigentlich unsere deutsche Maker-Szene ein bisschen anspruchslos? Kann ich persönlich aber nicht mal bestätigen. Es geht eher von den Entwicklern aus. Weil wenn ich mir so anschaue, was zum Beispiel gepixelt wird oder so, da sind sehr, sehr schöne Arbeiten dabei und es wird auch gut kritisiert. Was ich aber wiederum bestätigen kann, ist, dass tatsächlich bei Konzepten und so noch ein bisschen zu wenig kommentiert wird. Da könnte man auch mal offen drauf losschreiben zum Beispiel und mal ein bisschen mehr über Konzepte reden, was sehr interessant sind. Und was macht zum Beispiel, was hat sich fest so besonders durch dieses Drehen oder 2D-3D-Interaktion? Das ist eigentlich eine total simple Idee und das ist eigentlich alles nur Konzipierung eines Spiels. Und wenn das funktioniert, das ist einfach so, wirklich gute Konzepte, macht man immer auch das meiste mit, würde ich sagen. Ja. Ein übersättigter Markt ist eben immer schlecht, rein wirtschaftlich betrachtet, ist halt alles schon irgendwie da, ne? Und wenn du mal was Neues hast, dann klappt das auch meistens. Ja, niemand kauft den 500.000. Shooter. Richtig, so ist es. Ja. Und natürlich dürfen auch die, die jetzt die Kritik üben, dürfen auch gar keine Angst haben irgendwie davor, von anderen zurechtgewiesen zu werden, einfach die Kritik zu schreiben. Denn jeder muss von dem anderen lernen, mit der Kritik umzugehen und die Kritik richtig rüberzubringen. Genau. Also mein Vorschlag ist auf jeden Fall auch jetzt allgemein für die Maker-Community, dass man eben mal mehr Konzeptplanung betreibt, mal mehr miteinander da interagiert, diskutiert über Spielkonzepte einfach nur, weil ich denke, da kann man echt auch was entschlüsseln auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, das ist völlig egal, wenn man einer pampig reagiert, weil er irgendwie seine Idee als schlecht abgetan wird. Im Endeffekt wird er dankbar sein. Ja, genau so ist es. Oder schlecht. Was sehr wichtig ist im Game Design. Game Design ist ein sogenannter Schleifenprozess. Das bedeutet, man arbeitet immer wieder an Ideen,
verwirft Ideen, arbeitet dann daraus wieder neue Ideenstränge heraus und entwickelt praktisch immer wieder eine Idee weiter. Verwirft aber auch Ideen, das gehört dazu. Wenn ich bedenke, wie viele Konzepte ich verworfen habe, das ist unglaublich. Mittlerweile nicht mehr zählbar. Ja, wahrscheinlich. Und so ist es zum Beispiel auch in einem Buch, aus dem ihr heute ja auch eine Vorlesung bekommen habt. Was ich übrigens sehr weiterempfehlen kann, dort wird es eben auch beschrieben, Schleifenprozess. Man arbeitet den aus und das ist eben immer so ein Kreislauf. Man darf sich halt auch nicht demotivieren lassen, denn gut, da haben wir jetzt wieder einen Hobbyanspruch zum Beispiel. Ich habe einmal eine Spielidee, arbeite die sofort aus, ganz egal, wie gut es dabei insgesamt ankommt. Und dann bin ich zwar stolz darauf, dass ich jetzt ein Spiel produziert habe, aber vielleicht ist das Endprodukt dann doch nicht so gut. Und ich bin dann doch zu sehr vielleicht von mir selbst gehypt. Kann natürlich auch passieren. Ja, und dann muss man sich die Frage stellen, stelle ich das Projekt der Öffentlichkeit zur Schau? Genau. Und dann darf man sich aber auch wiederum nicht wundern, wenn Let's Player eben das Endprodukt nicht mehr ernst nehmen. Das ist einfach so. Was ich zum Beispiel auch schon gemacht habe, RPG Maker Trash Game Stream, kam super gut an. Wir hatten alle extrem viel Spaß. Natürlich wurden die Spiele ins Lächerliche gezogen, wobei, das kann man eigentlich nicht mal so genau sagen, denn die Spiele an sich waren ja eigentlich lächerlich, weil sie offensichtliche Schwächen hatten. Das heißt, jetzt zum Beispiel zig Rechtschreibfehler ist auch so unglaublich verbreitet. Wenn es wirklich Massen an Rechtschreibfehlern sind, ist es ja nicht so schwer, sich einen Korrekturleser zu holen oder so, der das nochmal anschaut. Ich meine, da noch einen gewissen Freundeskreis, ist auch immer gut, so ein Spiel erstmal im Freundeskreis ein bisschen rumzugeben und sich da ein bisschen Feedback erstmal zu holen, bevor man dann das in der breiten Masse nochmal zeigt oder so. Ja, notfalls vielleicht auch einfach nur in ein Rechtschreibprüfprogramm reinzugeben, wenn man denn wirklich keine Möglichkeit hat, sie Freunden zu zeigen erstmal. Es gibt aber auch dann Spiele oder gab es Spiele, die sich selbst nicht ernst genommen haben. Und genau, sowas gibt es zum Beispiel auch. Also gezielt lächerliche Spiele, die auch super sind und die kommen ja dann genauso an. Richtig. Gutes Beispiel, was ich auch schon im Stream hatte, wäre Chesspunk zum Beispiel. Total abwegiges Spiel, nimmt sich aber auch selbst total auf die Schippe, finde ich persönlich. Mhm. Also was da alles an Humor drin steckt so und doch im Detail steckt viel Liebe drin. Auch wenn es im Prinzip lächerlich ist, aber gut. Es kommt immer darauf an, ob man jetzt oder wie man das Publikum erreichen möchte. Emotional, wirklich um die Spieler zu Tränen zu rühren, oder sie zum Lachen zu bringen oder sich, dass die Spieler sich fürchten. Genau. Das sind so meine drei großen Punkte, die ich eigentlich. Und natürlich, was ich auch immer wichtig finde, was ihr sicher auch bestätigt, Spiele sind Kunst. Richtig. Jedes Spiel für sich ist ein Kunstwerk. Und natürlich gibt's zig Möglichkeiten, Kunstwerke zu betrachten. Und wenn wir jetzt auch mal einfach nur an Kunstkritiker denken, was die teilweise für Aussagen über Bilder machen, wo wir als normale Menschen uns total den Kopf lang, aber für die, das sehen wir der Welt eben. Und naja, da kann man sich auch nicht wirklich drüber beschweren. Das ist immer die Interpretationssache. Richtig. Der eine liest auch in einem Buch was anderes heraus als der andere. Genau. Und letztlich kann ich auch nur sagen, also ich zum Beispiel habe schon einiges von Turing gesehen und denke auch, dass er sich gut kritisch mit Spielen auseinandersetzt. Das sieht man auch an einigen seiner Projekte. Und klar, es ist oft ein schlechtes Spiel dabei. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn er sich vielleicht über vieles lustig macht, ist es doch unsinnig, sich darüber wirklich aufzuregen als Entwickler. Ich kann auch selber darüber lachen und sagen, ach verdammt, warum habe ich das denn damals dann überhaupt reingestellt oder so, jetzt ärgere ich mich heutzutage drüber. Ist übrigens auch so ein Phänomen, dass zum Beispiel viele einfach total jung waren. Sehr gutes Beispiel ist Trouble gehört, da macht Zelda Fangames zum Beispiel. Erste zwei Spiele katastrophal, muss man wirklich sagen. Aber jetzt arbeitet eben an einem dritten, ich weiß gar nicht, ob er aktuell noch dran arbeitet, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall ein wirklich herausragendes Zelda Fanprojekt. Sehr schöne Animationen und so weiter. Es funktioniert alles gut. Top, hat sich weiterentwickelt, war damals sehr jung. Und ich kann das auch für mich sagen, denn ich habe früher so viel auch entwickelt, was ich Gott sei Dank nicht ins Internet gestellt habe. Ich bin so froh darüber, wirklich. Ja, es kann auch einfach nur das Alter mal sein. Und so ist es übrigens auch mit den Let's Playern. Wer sich darüber lächerlich macht, ist ja auch oft meistens dann jung, sage ich mal. Ja. Dann gibt es ja auch einen ordentlichen Szenenachschub. Sehr gehypt das Ganze, bei der Let's Play-Szene merkt man es ja so richtig. Wenn ich jetzt bedenke, uralte Communities, dieses Multimedia-Access. Und ihr kennt ja zum Beispiel Trophies PS3. Ja. Genau. Hatte ja, glaube ich, auch so 30.000 Mitglieder oder so.
Ja, also die hatten ja bis 2008 noch gar kein Mitglied. Und erst dann sind sie stetig gewachsen und in den letzten Jahren ungefähr pro Jahr so 20.000 Mitglieder. Auch zum Beispiel, wenn ich das jetzt mit Let's Play Forum vergleiche, da hat man auch schon richtig den Hype gemerkt, wie das Wachstum immer steigt im Laufe der Jahre. Ich meine, gibt es ja auch erst seit Ende 2009, wenn ich mich recht entsinne. Und da sind wir dann schon bei fast 40.000 Mitgliedern, ne? Wenn das mal in Relation setzt. Und das Multimedia Access, wo eben auch das RPG-RT Bestandteil dessen ist, kommt. Ja, es war zwischen 30.000 und 40.000, aber halt. Ich weiß gar nicht, es gibt glaube ich schon seit 2000 oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ihr dürft gerne schreiben, ihr dürft gerne kritisieren, wenn nichts dagegen. Da habe ich jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf. Aber es gibt es auf jeden Fall schon ewig, ich weiß, dass es eine sehr alte Community ist. Okay, ja, was bleibt dann eigentlich als Schlusswort? Ich meine, wir haben angefangen damit, Let's Play und Maker, eine Symbiose. Ja. Und im Prinzip kann man sagen, es bestätigt sich, solange Entwickler und Let's Player ernst bleiben können, sage ich mal. Ja. Solange die selbst mit dem Ziel rangehen, also entweder kritisieren zu wollen und zu zeigen, wo die Schwächen liegen. Wirklich ernsthafte Kritik. Man kann ja auch wirklich dann Kritik so am Rande kratzen und versuchen wirklich auch überall Makel zu sehen, auch wenn vielleicht gar keiner da ist. Ja. Oder eben im Sinne des Entwicklers, dass man auch auf Let's Player zugeht und denen eben zeigt, schaut euch doch auch mal mein Spiel an, zum Beispiel. Und ich zum Beispiel, also ich wäre ja heilfroh, wenn da ein paar Leute wirklich Videos dazu machen und ich kann mir das dann anschauen. Und ich denke, kannst eigentlich kaum einen besseren Eindruck bekommen, wie wird das Spiel gespielt und so. Das ist ganz entscheidend. Es müsste doch für den Entwickler nichts Besseres geben, als sein Spiel vorgestellt zu sehen. Erstens ist es Werbung. Genau. Zweitens ist es wertvolles Feedback. Das ist doch eigentlich das Tollste, was es für den Entwickler gibt. Richtig, das sehe ich absolut so. Kann ich voll bestätigen. Also, allein wenn ich jetzt bedenke, dass ich im Freundeskreis schon gezeigt habe, ne, ist der ja auch. War auch einige Projekte dabei, wo ich echt froh war, das Feedback darüber zu bekommen und so. Und ich denke, das ist es eigentlich. So, das ist eine Symbiose zu sehen. Die Entwickler können mal mit Let's Playern ein bisschen mehr interagieren. Und die Let's Player können sich auch die Spiele kritischer zu Herzen nehmen. Und ich meine, ich muss auch, sage ich mal, als Let's Player nichtsdestotrotz so seriös sein und zum Beispiel sagen, wenn mir ein Spiel nicht gefällt, du, tut mir leid, ich kann da entweder aus den und den Gründen nicht ernst bleiben zum Beispiel, weil das hat halt noch so und so viele Schwächen, oder es ist einfach nicht mein Genre, dass man das dann halt so abhandelt. Und dann, denke ich, verständlich dann. Wird man kann sich, auch damit leben. Ja, da wird man sich auch schlecht danach drüber beschweren können, dass es jetzt lächerlich ins Lächerliche abdriftet, ne? Wenn man das so macht. Und von daher, auch nochmal mein Wort an die Entwickler hier, ne? Meldet euch mal bei Let's Playern und so weiter. Das ist sicherlich interessant. Ich hatte dieses Kurzprojekt Cat Game, wahnsinnig witzig. War nur 4 Parts lang. So ein Maker-Spiel, ein englisches. Und ich habe damals extra die Entwickler angeschrieben auf Twitter, dass ich das Spiel und die haben sich das angeschaut. Das fand ich auch ganz nett. Also, kann dann ein schöner Beitrag. Let's Watch, das geiles Let's Play. Also, ja. Fand ich cool. Also seht, es kann funktionieren, man sollte einfach Kritik immer offen sein. Es ist gerade für Jüngere natürlich nicht einfach, das kann ich auch voll nachvollziehen. Wenn ich damals der Szene beigetreten war, war ich extrem jung. Und von daher, klar, gibt es auch ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten. Ja. Ja, mit Sicherheit reift aber eben diese junge Community irgendwann und dann wird diese wahrscheinlich auch ernsthaft herangehen können. Ja, ich denke, damit haben wir eigentlich ein gutes Schlusswort gefunden, ne? Denke ich auch. So würde ich sagen, passt das alles? Ich hoffe, ihr wart auch zufrieden mit der Diskussion. Ihr dürft eigentlich gerne Kommentare schreiben. Es interessiert uns natürlich brennend, was ihr dazu beizutragen habt. Vielleicht habt ihr auch ganz andere Sichtweisen und so. Finde ich auf jeden Fall interessant. Natürlich, wir können uns ja nur mit Kritik verbessern und weiter. Genau, da sind wir auch wieder beim Thema. Seid so frei, wie ihr wollt. Richtig. Wir haben da überhaupt nichts dagegen. Wir können mit Kritik umgehen. Und das hoffen wir natürlich für den Entwickler auch. Also, bis zur nächsten Diskussion, zur nächsten Kritik. Und was hier noch anzumerken ist, das wurde nämlich am Anfang gar nicht erwähnt, für das Format Vorlesung oder auch Kritik gibt es die Alternative Interview. Da müssen sich aber Entwickler bei mir selber melden. Ich werde auch mal ein paar anschreiben, die interessant sind, die eben die Szene gut vertreten. Dass man die auch mal zum Interview einlädt und da vielleicht ein bisschen mit denen redet. Also als Alternativen. Eindruck auch. Ihr kennt das noch von der alten Maker Show, da gab es das ja, dass man Interviews geführt hat.
Dragon Gear war dann zum Beispiel auch dabei schon. Ja. Okay, das war's dann soweit. Würde ich nur mal hier gesagt haben. Also, wenn ihr Entwickler seid, ist auch egal. Ihr müsst kein wunderbar tolles Projekt haben. Also, ihr müsst da nicht schon ewig aktiv sein. Ich nehme gern jeden dran, der, ja, da interessant was beizutragen hat. Okay, das war's. Bis bald. Get ready. Abonnieren, Bro.